Hallo, liebe Kinder, auch liebe Erwachsene. Ich begrüße euch zur nächsten Runde unseres kleinen Musikzirkels. Heute Neigungskurs Disco. Techno war gestern, wir sind im Recall. Jetzt wird heiß abgeliefert, hier wird abgesteppt, abgeklappt, nur vom Weinzen. Diskutiere alle Herrenländer, vereinigt euch, findet euch ein. Hier wird richtig abgehottet. So, da sind wir und wir starten rein mit der ersten Runde von unserem Disco-Tutorials. Und zwar, erste Frage, worum geht's? Wir machen Disco. Was macht Disco aus? Disco ist insofern anders als jetzt zum Beispiel Techno oder Hip-Hop, als jetzt quasi schon traditionelle Musik der 70er und 80er. Sie ist handgemacht. Also, echtes Schlagzeug, echte Gitarren, echte Keyboards, echte Geigen, echte Claps. Wir werden das ein bisschen moderner umsetzen, zumal ich als Musikproduzent jetzt hier keine Band bin. Was wir aber machen können, wir bedienen uns jetzt hier einer historischen Aufnahme quasi. Also wir nehmen ein altes Stück von der Band Rolls Royce. Titel heißt, wie wir hier sehen können, Do Your Dance. Und wir klauen davon das Schlagzeug einfach, weil das schneller geht, als wenn ich jetzt 20 Jahre Schlagzeug übe. Wir hören uns mal diesen Drumbeat an und gucken mal, was daran Disco ist. Also wir werden gleich hören, da sind auf jeden Fall Claps drin. Und der sogenannte Four-to-the-Floor-Beat, also dass die Bassdrum auf 1, 2, 3 und 4 gespielt wird. Das ist tatsächlich eine Sache, die bei Disco eigen ist und die später bei House und Techno und solchen Stilrichtungen auch bei ganz viel moderner Popmusik übernommen wird. Von daher ist Disco relevant und interessant als ja, stilprägende Musikrichtung für alles, was danach kam. So, hier unten sehen wir das. Ganz gut. Groß, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch. Alles klar. Ich habe das mal geklaut, um das hier für unseren heißen Disco-Beat zu benutzen. Das heißt, ich habe einfach diese Teile hier genommen, auseinandergeschnitten. Zack, so, jetzt habe ich hier die Bassdrum einzeln zum Beispiel, ja. So einfach kann man das machen. Man kann die Schnipsel auch nehmen und hier so reinlegen. Da ist es. Und da habe ich die Bassdrum alleine. Da habe ich die Hi-Hats alleine. Da habe ich die Clap alleine. So, und jetzt kann ich hier einfach mal so einen Rhythmus mir rein basteln. Guten Morgen. Das war's schon. Das heißt, hier ist die Bassdrum. Habe ich auf die 1, 2, 3 und 4 gelegt. Genauso hier. 1, 2, 3, 4. Und auf der 2 und der 4 ist die Clap. Genauso hier. 2, 4. Und hier das Hi-Hat. Das Hi-Hat. Den zweiten Schnips habe ich auch auf die 1, 2, 3 und 4 gelegt. Und das kleinere Hi-Hat dann hier so auf die ungeraden Zählzeiten. Und fertig ist das Disco-Beat. Das gefällt mir schon ganz gut, aber um es noch klappiger und noch authentischer, noch akustischer zu machen, habe ich hier einfach mal noch ein paar Schnipser drunter gelegt. Auch schön auf die 2 und die 4 und noch ein paar mehr Claps. Liegen hier auf einer Extraspur. Sehr gut, hammermäßig und das Ganze zusammen klingt so. Das ist eine Art, wie wir mit wenig Aufwand dahin kommen, einen authentischen Disco-Beat zusammenzuschnipseln und zusammenzubasteln. War das geil? Oh, scheiße, war das geil. Das waren die Drums. Als nächstes widmen wir uns unserem Lieblingsthema, der Bassline, immer lecker untenrum.